Der Sommer auf RRO. Im Rahmen des RRO Sommerprogramm sind wir heute unterwegs, wie gesagt, auf verschiedenen Baustellen im Oberwallis. Bei mir ist jetzt der Philipp Zehnhäuser, er war Verantwortlicher gewesen, quasi, auch für die grosse Lammbrücke, die man hier neu dargetan hat. Die Lammbrücke hier ja mit schon für Hauptstrasse quasi Eingangsfisch, wo doch viel Verkehr ist. Also das konzipieren, dass das gut nebeneinander vorbeigeht, ist wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Nein, das hat eine sehr gute Vorbereitung gebraucht, eine gute Anwohner sozusagen, wie man das sagt heutzutage. Die Ingenieurbüren das sehr gut vorbereitet. Man hat sozusagen eine provisorische Brücke dargestellt. Wenn man die provisorische Brücke zuerst erstellen muss, dann hat man nachher die provisorische Brücke in Betrieb genommen und dann hat man nachher den ganzen Verkehr über die provisorische Brücke umreiten. Und dann wird nachher hier auf der anderen Seite in den Rücken weiter arbeiten sozusagen. Das umgeleitet, die provisorische Brücke macht, aber trotzdem, müssen wir da auf irgendwie etwas Rücksicht nehmen? Stoßzeiten, Sommerverkehr oder so? Weil, ja, wenn man es umleitet, müssen wir die Brücke erstellen und irgendwie Platz ist ein kleines mehr, was so viel vorhanden. Ja, man hat vor allem, wenn man es umgeleitet hat, haben wir dann in der Nacht geschafft, da haben wir sozusagen fast Tag und Nacht geschafft, haben wir dann den Verkehr dann in der Nacht vorbereitet und dann morgen früh dann auf die neue Brücke umleiten. Also das hat man dann schon häufig in der Nacht müssen machen. Was ist jetzt die Schwierigkeit? Da musst du ja doch der Fälle und Druck jetzt gerade bei so einem Projekt, was sagt, das muss eigentlich auch schnell gehen, dass trotzdem alles sauber ist. Und was ist die Schwierigkeit dahinter? Also jetzt hier mit diesem Projekt ist sicher vor allem der Termin das Problem gewesen. Man hat einfach bis im April einfach betoniert und ausgeschaltet sozusagen hat. Also man hat im Mai, wenn das höhere Wasser kommt, das sieht man jetzt vielleicht auch, wenn das Wasser hoch ist. Und dass man einfach ein Weg ist im Flussbett. Also das ist einfach der Zeitdruck gewesen. Ist man da quasi als Verantwortlicher mehr oder weniger 24 Stunden hier, weil man muss ja die Leute pushen und schauen, dass alles läuft, oder wie ist das? Ja, man hat nicht 24 Stunden geschafft, man hat im Winter, wenn man das Wiederlagern das gemacht hat, dann abgeschickt hat und das Wiederlagern nicht gemacht hat, dann hat man schon viel mehr geschafft. Und dann bist du einfach 10, 11 Stunden bist hier, dann hast du einfach geschafft und nachher bist du einfach heimgegangen und hast am Nachmittag weiter geschafft. Aber du hast schon die Leute müssen motivieren, dass sie auch im schlechten Wetter weiter arbeiten. Jetzt für dich zum Abschluss, wenn du das so gesehen hast, wie bist du zufrieden? Ja, jetzt haben wir es gesehen, eigentlich. Wunderbar, es sieht super schön aus, alles sieht schön aus und da haben wir eigentlich die Sorge und die nötige Angst, die man da hatte, oder Angst, was soll man sagen, einfach die Herausforderung im Zeitdruck und im schlechten Wetter arbeiten und so, das wird einfach alles vergessen, das geht uns und da bleibt einfach das Positive, bleibt zurück.